Ich begrüße euch zu der letzten offiziellen Medienkonferenz von diesem Jahr. Eine Info vorneweg von mir zum Spiel, dann natürlich am Sonntag gegen Berizona. Vorneweg eine Info, die Woche ist schon ein bisschen gemunkelt worden bezüglich Tuna und Žižek. Jetzt ist es definitiv, der Tuna wird uns definitiv im Winter, also nach der Vorrunde, in Richtung Türkei verlassen. Und ich würde die offizielle Medienmitteilung dann noch neu zuhören können. Gut, ja, dann schauen wir voraus auf das Spiel. Morgen 18. Runde hier daheim gegen Berizona. Gesperrt ist der Sandro Wieser. Gefördert haben wir den Žižek und den Traber. Verletzt sind die Langzeitverletzten Hasler, Rahimi, Žižek, Gajic, Gasser, Destani und Ibrisimovic. Und Vogel für morgen haben wir noch den Alessandro Köchi, der noch nicht ganz klar ist. Für morgen für den Sonntag, der noch nicht ganz klar ist, dass er dabei sein kann. Ja, Fabio, schaut mit dir nach deiner Verletzung immer besser im Fahr gekommen. Auch viel gespielt jetzt die letzten paar. Ein paar Spiele, fühlst du dich an, bei uns von uns? Ja, auf jeden Fall. Nein, eben hat am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, bis sich der Körper auch daran gewöhnt hat. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin gut angekommen, gut in der Mannschaft drin und ja, jetzt gehen wir das letzte Spiel an. Ja, Stogi, du sprichst gerade das letzte Spiel am Sonntag hier daheim gegen Berizona. Berizona aktuell sozusagen das Team der Stunde. Sie haben die letzten 10 Spiele gerade zwei Niederlagen nur müssen einstecken. Haben Sie etwas geändert so in Ihrem Spielsystem, nach dem Trainerwechsel vor allem, dass die Resultate jetzt so stimmen bin, oder wie siehst du das? Ja, Inhalt haben Sie nicht viel geändert. Sie haben sich gefunden, aber jetzt haben ein bisschen als Außenstehender ein bisschen mehr Ruhe im Verein, so hat man das Gefühl. Und ja, Sie haben den positiven Lauf können weiterziehen, sind sehr unangenehm, haben noch viele Spiele noch mit 1-0 bzw. mit wenig Chancen effizient gesehen. Deswegen ja, im Moment wirklich das Momentum auf ihrer Seite, was das Resultat anbelangt. Und darum kein leichter Gegner, aber letztes Heimspiel ist für uns klar, was auf uns zukommt. Sehr gut, danke, Herr Weiner. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir gerade eine Zone gehabt, wo ihr lauft. Das ist der Gegenteil der Fall, man hat noch ein Spiel dieses Jahr. Wie wichtig spricht der persönliche Abschluss, dass man mit 3 Punkten mit einer besseren Gefühl in die Winterpause gehen kann? Persönlich würde ich nicht sagen, es ist wichtig für die Mannschaft, dass sie sich belohnt, dass sie 3 Punkte holen. Für den Verein auch, definitiv. Aber persönlich, ja, wir haben resultatmäßig einiges zum gut machen. Das ist ja so, das ist definitiv so. Die Leistungen sind nicht immer so schlecht gewesen, wie man dann eben das Resultat vermuten lässt. Es sind viele knappe Sachen dabei gewesen, aber natürlich auch das ein oder andere Spiel, vor allem gegen die Aufsteiger, wo wir jetzt fairerweise auch verdient verloren haben, wenn wir da schlecht gewesen sind. Das wissen wir. Darum, mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen, heißt nicht, dass alles gut ist, aber es ist dann so der Abschluss, wo man sich erarbeiten muss und wünscht und wo natürlich vielen Spielern noch helfen hat, dass man es doch noch kann, 3 Punkte holen. Vielleicht noch anknüpfend an die personelle Situation, man hat viele verletzt, das andere Wieso noch gesperrt ist. Siehst du jetzt vielleicht auch Probleme im Mittelfeld oder kann man sich da durchstellen bei all den Absenzen? Problem nicht. Wir haben Spieler, wir haben noch Spieler, die wir gegen Stade Nyonne hatten, die die Position noch rein können. Es ist nicht einfach, Es ist für die Mannschaft nicht einfach, weil auch vom Trainingsbetrieb her, aber auch dann am Spieltag, wenn ein Haufen Spieler fehlen und dann wirklich auch sehr erfahrene Spieler hauptsächlich auch fehlen, das ist dann in vielen Situationen dann noch nicht gerade hilfreich. Aber Problem an sich nicht. Für mich ist es immer schon so gewesen, egal ob das gesperrt oder verletzt sind. Es ist immer eine Chance für andere oder eine Chance für die anderen, Spieler, die nicht so viel gespielt haben. Deswegen nicht einfach, nicht unbedingt oder nicht optimal, aber immer eine Möglichkeit. Was siehst du denn als die Hauptursache, dass es eben zuletzt einfach nicht funktioniert hat? Bezüglich Erfolg natürlich. Was ist der Hauptgrund? Ab einem gewissen Punkt ist es noch Kopfsache. Aber nach ein paar Spielen ist es noch Kopfsache, wenn man dann ein Spiel häufig am Schluss verliert. Es ist für mich keine Frage von einer fehlenden Physis. Es ist für mich auch keine Frage, dass die Spieler nicht wollen haben, die Spiele am Schluss. Aber es fehlt zum Teil die Erfahrung, es fehlt zum Teil die Abgezocktheit und dann auch die Eigenfehler, die wir machen, wo dann aber auch die einzelnen Spiele noch Qualitätsfrage sind. Nicht jetzt allgemein, sondern einfach, dass man den Ball klärt und dass man die Situationen löst. Es ist eine Vielzahl. Wenn ich die Spiele jetzt nochmal kurz zurück, nochmal, war da,
Nio, sind wir ehrlich, dort haben wir uns auch nicht viel mehr verdienen können, obwohl auch dort Möglichkeiten da gewesen wären. Aber wieder man muss gegen Sio gewinnen, man muss gegen Wiel gewinnen. Viele Kleinigkeiten, die Mannschaft an sich war es das und das ist dann wirklich dann auch definitiv eine mentale Geschichte. Spieler sehen das gleich, wie wir es eben gesehen. Ja, ich sehe es auch gleich, dass wir am Schluss einfach auch dort, wo wir in den letzten 15 Minuten einfach immer noch ein Goal bekommen, wo dann schlussendlich die Niederlage oder der Ausgleich rausgeschaut hat für uns, dass wir dort einfach noch konsequenter verteidigen, noch mehr zusammenstehen als Kollektiv und dann probieren einfach klar bleiben in den Aktionen rein. Und ich glaube, das Wichtigste ist dort wirklich nochmal, dass wir einfach als Mannschaft zusammenstehen, bis am Schluss. Vielleicht noch eine Frage, mit Milan Gajic hat sich ein Leader verletzt, der Toni eigentlich hat keine grosse Rolle mehr gespielt in letzter Zeit. Der Ebini ist halt immer noch nicht so 100% drin. Ist es schon vielleicht jetzt eine Frage von einer fehlenden Leaderfigur drin? Jemand, der sich vielleicht einmal im Platz drin nachzieht oder mit dem Ärmel hoch und sie mit ist. Ist das schon jetzt ein Problem? Also wenn man nur das Kader anschaut, hat man vielleicht auch so das Gefühl, ja, der. Es sind verschiedene Punkte. Niki Hassler hätte auch von Anfang an nicht können mitmachen. Milan, wo jetzt leider ausgefallen ist, hat vorher schon ein paar Wochen gefehlt. Ja. Es ist ja so. Aber ein Leader kristallisiert sich immer so durch die Leistung aus. Wir hatten einen Cedric Assa, der bis zu seiner Verletzung wirklich immer der Charakter hat, vor allem leistungsmäßig. Auf einer Position, wo nicht seine angestammte Position ist, sage ich jetzt mal, er kann spielen, definitiv, hat er gut gemacht. Das sind genauso die Momente, das Gesicht von der Mannschaft, habe ich schon ein paar Mal gesehen, hat sich, was das am langen Grundstück wie geändert. Wir haben einen Fabian, wir haben einen Fabrizio und einen Theo, die noch viel gespielt haben. Zu Recht auch viel gespielt haben, aber die natürlich jung sind, wo die Situation noch nicht so kennen und das dann einen größeren Impact hat und gibt da recht. Ein Milan oder ein Duni in einer guten Verfassung kennen die Situationen, können damit umgehen, das ist überhaupt kein Problem. Deswegen, das hat der Mannschaft im Gesamten hat das sehr gut gefällt. Ich behaupte nicht, dass wir dann jedes Spiel, das wir knapp verloren haben, gewonnen hätten und das nicht, aber wie so oft, wir stehen jetzt dort, wo wir sind. Wenn wir die Spiele nicht gewonnen haben, 5-6 Punkte mehr, wäre vielleicht die ganze Situation visuell, aber auf der Mannschaft eine komplett andere. Und das sind so die kleinen Faktoren, die aber extrem wichtig sind. Vielleicht noch einmal zu Bellinzona ganz kurz. Sie haben Lovinato gespielt am Mittwoch. Sie haben das dritte Spiel jetzt da auch in der Woche. Denkst du, dass es für Sie könnte zum kleinen Nachteil sein im Sonntag? Könnte, ist spekulativ. Sie haben auch das letzte Spiel ist immer, aus eigener Erfahrung oder für alle Mannschaften, das letzte Spiel vor der Winterpause, nochmal alles raushauen, nochmal alle Kräfte mobilisieren, nochmal auf geht's. Sie haben einen positiven Lauf, was für sie dann sehr einfach ist, auch wenn sie jetzt unter der Woche verloren haben. Das kann man nicht so bewerten. Wenn man während der Saison ist, ist es vielleicht noch anders. Jetzt geht es effektiv darum, sich zu positionieren, das Gefühl mitnehmen. Wir haben resultatmäßig gute Spiele gegen Bellinzona. Das soll Selbstvertrauen geben. Und für uns ja, alles daran setzen, dass wir am Platz parat sind, am Platz für den Gegner auch die Probleme bereiten und vielleicht halt auch mal so unangenehm sind, dass man genau zu dem Punkt kommt, wo Belastung ein Thema wird. Aber vom Anfang an glaube ich nicht, weil es einfach letztes Spiel in 2023, jeder hat seine Voraussetzungen, dort hauen nochmal alle alles raus.